Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Wrong World. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, welche ich zuletzt aufgenommen habe. Ich glaube, da war ich oben auf dem Berg. Ne? Keine Ahnung, jedenfalls habe ich wohl nicht aufgenommen. Okay, was zwischendurch passiert ist, gar nicht viel. Ich habe noch 5-6 Fleisch gesammelt und habe ein paar Fleischbäume aufgestellt hier. Der ist leider noch nicht ausgewachsen. Die brauchen noch ein bisschen. Und hier habe ich eine eindrucksvolle kleine Schneise an Fleischbäumen. Ansonsten habe ich mich mir eben ein bisschen geheilt mit diesem mysteriösen Blubber und will jetzt nochmal den Kohleautomaten abklappern. Jetzt habe ich auch Aufnahme gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, habe ich wohl anscheinend nicht gedrückt oder es hat nicht geklappt. Mann, da oben sind 2 Automaten, an die kann ich nicht ran, das ist so ärgerlich. Aber dann nehmen wir, wo war denn der andere Automat? Hey. War der nicht hier oben? Oder war der hier unten? Wo war denn der andere Automat? Ich hätte doch hier einen gesehen. Hamster irgendwo? Ja, komm her, du Hühn. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hat gespielt. Hallo. Nein, lass das. Danke für den Host-Tank gespielt. Komm. Ein Pilz. Und Uran, okay. Wo war denn der andere Kohleautomat, den ich gesehen habe? Was ist denn das denn am Horizont in der Wüste? Ist doch auch ein Kohleautomat, oder? Der war doch hier irgendwo. Ich guck mal in den Chat, vielleicht steht's da. Okay, essen wir die Karotte so. Noch ein paar Meter weiter hier. Sonst muss ich da erstmal Steine kloppen, um mal ein bisschen was an Ressourcen zu kriegen. Damit wir zwei Eisenbahnen für den Anvil kriegen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so unwichtig erstmal. Ich sehe nirgendwo einen Hamster. Aha. Den nehmen wir mal mit hier. Eigentlich müssten noch hier ständig irgendwelche Events passieren im Hard-Modus. Stand da doch irgendwie. Vielleicht gehen die auch erst ab Tag 7 los, das kann sein. Ich glaube, die Events starten irgendwann erst. Wenn die gleich am ersten Tag starten, würden wir auch ein bisschen hart. Lass uns dieses Ding dann nochmal killen. Okay. Hat jemand von euch schon einen Hamster gesehen? Ich bin Tag 13. Ach, Tatsache. Es war 7 Uhr. Na. Oi. Alter Gott, na und. Ups. Sag mal, aber diesen Hamsterkran hat doch keiner von euch irgendwie am Horizont gesehen, ne? Dass ich es übersehen habe oder so. Ist das da oben nur ein Stein da zwischen meinen Ohren oder ist das irgendwas Besonderes? Ich muss zurück, ne?
Ich könnte es auch so essen, aber es ist auch nicht so clever. Aber gut, bevor man stirbt, ne? Okay, alles klar. Hat er nochmal Fleisch gehabt? Seht ihr das da hinten? Könnte es das sein? Oder ist es etwa die doofe Fliegenklatsche? Ich glaube, die war woanders, ne? Ah, das ist die Freiheitsstatue, ne? Ja, das ist die Fliegenklatsche. Ah, schade. Oh Mann. Kann es sein, dass, gibt es Maps, wo kein Hamster ist? Das wäre aber schon hart, ne? Boah, Hausaufgaben mit einem 14-jährigen Pubertier ist so anstrengend. Ich könnte glatt einen Schwanz vermöbeln, so ist ein Akkursionsbau. Erzähl mal, bleibt ja unter uns, wird dir nur eingeblendet. ich war einmal bis Tag 46, einmal bis Tag 52. Dann kam ein Anruf der Kundenrückgewinnung von der Telekom, der hat mich gekillt, weil ich anscheinend vergessen habe, Escape zu drücken, um in den Pausenmodus zu kommen. Das war vorhin. Und das ist jetzt der Hard-Modus. Und der ist hart. Weil du kriegst sehr schnell Hunger und zwar sehr viel, wie du siehst. Echt lieb. Ich glaube nicht, dass ich das noch zurückschaffe. Ich, offen gestanden, habe jetzt also ein bisschen die Orientierung verloren. Ich glaube, ich muss da vorne hin. Ja, ziemlich. Lass uns den mitnehmen. Ey, wenn du auch out of stock bist, dann bin ich aber sauer. Dann bin ich aber echt stinkig. Danke. Gib her. Genau rechtzeitig. Okay, pass auf, nochmal. Sauber. Was ist ein Merchandise? Was soll ich denn ein Merchandise machen? Lass uns den verprügeln. Na, schade. Hat der... Auf dieser Insel ist nichts. Das ist so eine Riesenwelt. Hier ist nichts Spezielles, außer diese Athletenschüssel, die wir gesehen haben. Gut, die kennen wir schon. Und der Boxring. Na gut, schlimmstenfalls boxe ich mich mal durch. Okay, das nehmen wir mal auseinander hier. Holz, ja. Aber Stein kann ich darauf nehmen. Ach, Holzdeck bis 20. Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Den Potatoin, den essen wir mal. Eine Angel könnte ich mir eine neue machen. Ach, ich wollte ja noch mal geangelt haben. Obwohl, das ist doof, weil ich jetzt nicht genug Inventarplatz habe. Da ist auch nochmal ein Kohleautomat. Ich glaube, ich habe eine hamsterfreie Map, ey.
Eine Schnappwelt-Taste. Eine Wilpuccino-Taste, ja. Das ist immer noch nicht angekommen, ne? Ich glaube, ich habe auch nie damit gerechnet, dass die wirklich Shirts rausschicken, ne? Also ich habe immer noch keine, jeder sollte irgendwie ein oder nee, zwei Alpha 17 T-Shirts kriegen, da ist nichts gekommen. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Und das so geil ist, weißt du, Roland schreibt dich an, ja, und so bitte Anschrift, ne, damit wir das zuschicken können. Und dann meldet er sich, ja, schaffen wir nicht mehr rechtzeitig zu Alpha 17. Komisch, die hätten die Alpha 17 ja auch nochmal 2 Monate, die ist ja nicht wirklich gut funktionsfähig, aber ist ja egal. Moment, ich weiß, wo ich bin, glaube ich. Ja, ich weiß, wo ich bin. Dann hieß es im Forum nachher von ihm, er weiß auch gar nicht, wann die rausgehen. Das macht irgendwie eine andere Firma für die. Da weißt du, so, das ist wie bei Seven Days to Die für die Konsolen, ne? So nach dem Motto, wir nehmen das Geld mit, aber ja, Telltale macht das. Wir haben da nichts mit zu tun. Wie, das funktioniert gar nicht auf der Konsole und hängt 2 Jahre zurück? Ja, ist nicht unsere Sache. Das wird auf der Xbox immer noch verkauft, ne? Gestern erst im Shop gesehen, bei Microsoft. Seven Days to Die kannst du immer noch für die Konsole kaufen, obwohl die Entwicklung ja vollständig eingestellt ist. Ich finde das eine Frechheit. Das ist schon, ja, ich weiß, wo ich bin, ausnahmsweise, weil ich genau an der Ecke schmal gehangen habe. Es kommt selten vor, aber da wusste ich wirklich mal, wo ich bin. Okay, komm, was soll's. Wir fangen jetzt mal an, uns sowas wie ein Haus zu bauen, irgendwie, glaube ich. 4. Das pflanzen wir mal eben schnell ein. Es hat lange nicht geregnet. Oder irgendwas spendet hier Schatten. Es ist total ausgetrocknet hier. Seht ihr das? Deshalb funktioniert das nicht gut. Das ist richtig vertrocknet. Offen gestanden glaube ich nicht, dass... habe ich hier noch so ein Goop? Nee. Dann lass uns einmal Pilzsuppe machen. Die können wir auf jeden Fall mal essen. Noch einen Pilz haben wir nicht, ne? Nee. Dann lass uns mal Steine besorgen. Oder wie viel haben wir hier? 31 Steine und wir haben wie viel Holz? 19. Ja, die Alpha 16 gab es doch schon nicht für die Konsole. Oh, Schande. Wow. Okay, da habe ich aber viel durcheinander. Die Alpha 16 gibt es doch schon nicht für die Konsole. Die ist doch schon nicht vorhanden. Die Konsole ist auch noch auf dem Stand der Alpha 15, wenn mich nicht alles täuscht. Gibt es überhaupt schon Strom und so, das ganze Gedöns? Oder haben sie das auch noch nicht implementiert? Ich glaube, das fehlt auch noch, ne? Strom auf der Konsole. Okay, besorgen wir uns Holz. Danke für den Host, Ron. Ach, guck mal, das ist ein Apfelbaum. Nee, aber da Telltale pleite ist, wird es da nichts geben. Die Pimps haben immer geschrieben, dass sie versuchen wollten, eine andere Firma zu finden, die das vielleicht weitermacht, aber ich weiß nicht. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass du da jemanden findest, der das übernehmen will. Na? Kommt er runter? Ihr da drüben könnt ihr gerne machen, was ihr wollt. Solange ihr nicht zu mir rüberkommt, mache ich für dieses ein bisschen Musik im Hintergrund. Das ist ja auch ganz schön. Wobei ich mich frage, ob da irgendwann so ein richtig fettes Baummonster rauskommt, wollte ich gerade sagen. So eins. Also ein richtig großes dann. Hey, das
hat mir Leben gekostet. Das ist nicht gut. Oh, noch ein Apfel. Oh, es ist, ja, da ist ja mal was gewachsen. Sehr schön. Was ist denn da drin? Ein Brokkoli. Ich habe die anderen beiden jetzt schon so gegessen, ne? Ach. Ach. Oh, ein Eisen. Das ist gut. Den brauchen wir auch gleich. Zwei sogar. Du kommst weg, du bist Essen. Wir müssen jetzt erstmal weiter Bodenplatte machen. Oh, das ist nicht gut, dass ich es hier gebaut habe. Sachen mal eben einsam. Das nächste Mal muss ich weiter wegstellen, wenn ich sowas baue. Das ist nicht cool. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles verliere dadurch. Aber gut ist es nicht. Könnten wir eigentlich noch eins machen, ne? Genau, eins geht glaube ich noch. Die können auch in die Politik gehen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich hab da dann irgendwann so ein Riesendings, aber die nehmen halt alle Bäume da drüben weg, ne? Aber das soll mir eigentlich egal sein. Wir nehmen da vorne den Stein erstmal in die Hand hier. Und wie gesagt, Holz haben wir hier reichlich. So. Zum Glück relativ harmlos immer, ne? Die haben ja aufgehört da drüben. Warum? Oh, das Eis ist weit weg gedriftet hier. Ah, okay, man muss nur was sagen, dann machen sie weiter. Interessant. So, du dein. Das Eis kann weg. Bäume. Ich will mir das eigentlich gar nicht aus der Nähe angucken, aber... Besorgen wir uns hier nochmal Holz. Und da vorne ist noch ein attraktiver großer Stein. Den können wir mitnehmen gleich. Na. Da, oh. Ja, hier sind auch noch Steine, das ist gut. Nehmen wir die mal mit hier. Falsches Werkzeug. Das ist kein Müll, das ist meine Wohnung. Das ist auch traurig, wenn man sowas erklären muss, oder? Ein Schädel ist das beste Werkzeug. Man soll ja viel mit dem Kopf arbeiten. Ja, das ist wohl nach hinten losgegangen, ne? Auch sein Glibber. Oh, gleich zwei. Super. Es ist schwierig. Es ist also so. Sätze aus Spielen einfach nur mal so ohne Kontext
als Klingelton ist echt schwierig irgendwie. So als WhatsApp-Nachrichtenton. Ich brauch's halt lieber. Oh, leicht zu weit. Ist es so. Es ist gefährlich, was ich hier mache. Weil viel Leben habe ich halt nicht. Blümchen! Ups, Alter. Okay, super, eine Höhle. Aber ich glaube, bevor ich da reingehe, muss ich besser werden. So Waffen, rüstungstechnisch oder sowas. Ah, die Höhle könnte uns natürlich richtig was bringen. Oh Gott, ist fair. Dann lassen wir das erstmal. Wir gehen jetzt mal rüber, gehen was essen. Haben die von alleine wieder aufgehört? Achso, weil sie die ganzen Bäume ja weggenommen haben. Dann können sie auch aufhören. Ich nehme mir her. Nee, hier wollte ich es nicht bauen. Hätte ich es fast schon wieder gemacht. Bauen, Haus. Was? Was fehlt mir denn? Ach, Holz. Dann, nö, können wir doch, heilen wir uns mal? Oh, nee. Erst das Essen, dann nur heilen. Okay, machen wir das so. Also Holz. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir gerade Holz fehlt. Dann nehmen wir den kleinen Baum hier. So. Ja. Zack. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir es doch noch einen größer. Die sind zwar alle noch nicht ausgewachsen, die. Doch, doch, die sind ausgewachsen. Da steht Big Tree drin. Ups. Oh Gottes Willen. Habe ich meinen Glibber schon genommen? Doch. Oh Gott, der hat mir aber richtig wehgetan, was? Ich war doch eben. Oh. Ja, uiuiuiui. Das dachte ich mir eben auch. Uiuiuiui. Hä? Was war das? Was? Lass uns mal Fleisch machen. Komm mir bloß nicht zu nah. Ich will. Da kommt noch ein Weltquadrat. Ja. Da kommt aber noch was dran. Ich mache jetzt den Weltfinger. Hab ich mir fest vorgenommen. Der nur noch für 15? Haben die was geändert? Der muss doch für mehr heilen. Ich komme doch so überhaupt nicht auf den grünen Zweig. Wie soll denn das gehen? Halt der nur noch für 15? Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber das kann nicht viel gewesen sein. Ja, wegen dem Hardcore-Modus wohl, ne? Oh, das finde ich aber übel. Weil die normale Heilung, die natürliche, ab 90% Essen ist hier schon eingestellt worden. Da muss doch wenigstens der Liver noch normal heilen, oder? 30 Essen plus 10 ist aber normal, echt? Kann sein, dass der vorher auch nur plus 10 war. Ich hatte halt nie so starke Probleme wie jetzt, ne? Das ist die Sache dabei. Unangenehm. Oh! Da ist ein Pilz gewachsen im Haus. Wie praktisch. C. Edit.
Danke. Da stimmt was nicht. So sieht es besser aus. Ich lebe aber echt gefährlich. Wenn der jetzt rüberkommt, ist doof. So, jetzt soll keiner sagen, mein Haus sieht mal, ne, irgendwie. So, wir machen ein Dach drauf, ne? Zack. Dach. Ist direkt hier draußen vor, ne? Ja, jetzt ist er rechts von mir. Walls. Ich traue mir jetzt gerade gar nicht raus. Ist da noch einer dazugekommen oder ist er gerade... Nee, es ist... Das ist nicht symmetrisch. Ja, man kann hier nicht rund bauen. Nein! Oh, mal unentschieden. Oh. Nee, ich will nicht Apply drücken, ich wollte aus dem Modus raus. Das ist bockschwer, ist das. Schade. Ja. 27 Minuten, passt ja, genau, Aufnahmeende. Dann überlegen wir mal, was wir jetzt machen. Okay, bis dann, tschüss.